Hi, willkommen zurück und das wird mein Intro jetzt für alle Videos und deswegen habe ich mir gedacht, ich würde euch gerne fragen, dass ihr einmal abonniert und einmal ein Like da lasst, wenn das Video gefallen hat. Und jetzt viel Spaß beim Video. So, willkommen zu einem neuen Dividenden-Update und dieses ist das Februar 2020 Update, denn obwohl es noch nicht Februar durch ist, es sind noch 10 Tage bis zum Ende des Jahres, bis zum Ende des Monats sind meine Dividenden schon angekommen, leider, mal wieder. Ich krieg sie relativ früh, wobei ein paar kamen halt spät. Diesen Monat gab es bei mir 5 Auszahlungen oder 5 Dividenden. Aber bevor wir dazu gehen, führe ich was Neues ein, damit ihr das schneller erkennt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das grüne Shirt anhabe, heißt das nicht, dass ich im Plus bin und rotes Shirt im Negativ. Das hat CoinRef sehr cool mit seinem Design halt hinten mit rot und grün illuminiert. Nein, grünes Shirt und die Kapitalistenkappe hier mit den Dollarzeichen. Heißt, es ist ein Dividendenvideo und das werde ich jetzt jedes Mal so machen. Wenn ich es nicht vergesse und wenn das Shirt nicht irgendwann kaputt ist. Aber das wird jetzt die neue Tradition sein. Das heißt, jeden Monat, einmal im Monat gibt es ein Dividenden-Update und dann trage ich die Kapitalistenkappe mit dem Dollarzeichen und das T-Shirt in grün, damit ihr Bescheid wisst. Also, wir starten direkt. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verschnupft. So, wir starten direkt. Also, einmal schnell geschaut. Was ist denn hier los? So. Also einmal schnell geschaut aufs Portfolio, ihr kennt es mittlerweile, so langsam gefällt es mir mehr und mehr, denn es fächert sich hier endlich auf, das ist nicht alles so zusammengestaucht, aber ich glaube auch, dass euch die Einkommensupdates jede Kalenderwoche wirklich gut gefallen, an den Zahlen jedenfalls würde ich das erstmal so sagen und wir springen direkt von hier zu den Dividenden. Und ich blende sie natürlich nicht direkt ein, aber ich sag's euch. Also, es gab diesen Monat, wie gesagt, 5 Dividendenauszahlungen. Die erste war am 4.2. von AT&T mit 58 Cent. Jetzt werden alle denken, die neu sind, was? Was erzählt mir der Typ von irgendwelchen Dividenden? Da sind es 58 Cent, das ist ja nix. Kostet ja nicht mal ein Kaugummi packen so wenig. Ruhig, Brauner. Ja, ruhig, Tiger. Alles gut, alles gut. Dann ging es weiter. Am 7.2. die Tabak, eine der Tabakaktien. BAT, British American Tobacco, mit 1,20 Euro. Schon haben wir den Euro geknackt. Ja. Weiter ging es am 17.2. mit einer Aktie, die ich im Moment pausiere. Und zwar Apple. Ich bin aber auch froh im Moment, dass ich pausiere, weil ich glaube, dass Apple nach der Gewinnwarnung vor 1 oder 2 Tagen war es gewesen, haben gesagt, die werden das Quartalsergebnis nicht erreichen, was sie prognostiziert haben wegen Coronavirus und die Zulieferer kriegen einfach nicht die Sachen zu den Fabriken. Die Fabriken laufen noch nicht auf Volltouren wieder und das, obwohl Ende März das iPhone 9 oder SE 2 vorgestellt werden soll, das Budget-iPhone für knapp 400 Dollar, vor Taxes, glaube ich, werden wir sehen. Wird wohl sehr schwer für Apple sein, die Zahlen zu erreichen. Nichtsdestotrotz habe ich 18 Cent bekommen und werde auf jeden Fall irgendwann wieder weiter investieren, wenn der Kurs ein bisschen angekommen ist. Und vielleicht ist halt das jetzt der Auslöser, dass der Kurs sich ein bisschen erholt, sage ich mal so, und es wieder lukrativer wird einzusteigen. Dann kam am 18.02. die Dividende, die ich erwartet habe für diesen Monat, und zwar Tanger Factory Outlet. Und da ist dann der große Batzen, jetzt kannst du wieder vom Anfang an, der sich gesagt hat, 58 Cent ist dann nix, zack, 41,65 Euro gab es da, bam, ins Gesicht, Alter, in your face. Dividende von Tanger, und das ist noch nicht mal die, wo ich nachgekauft habe, sondern noch die mit weniger Anteilen. Und dann heute gab es verspätet Procter & Gamble noch mit 26 Cent. Macht summa summarum, ihr seht es hier, 43,87 Euro. Und wir hatten keine von den Aktien in 2019, deswegen können wir nicht sehen, was für ein Flauch es ist. Leider sieht das noch ein bisschen leer aus, aber ich sage euch, zum Ende des Jahres wird das richtig klasse aussehen. Wie gesagt, Januar war schon mega mit der Auszahlung von Imperial Brands. Da hatte ich ja noch 100 Stück gehabt, jetzt habe ich ja weniger, weil ich ja Imperial Brands verkauft habe, ein bisschen umgeschichtet habe, aber Imperial Brands wird jetzt auch bespart. Deswegen kriegen wir auch irgendwann wieder den Wert zusammen, den wir vorher hatten. Also 96,20 Euro im Januar. Februar leider
leider in Anführungsstrichen nur 43,87 €. Das ist ein Minus von 45,6% zum Januar hin. Aber interessanterweise, wenn ihr euch hier mal anschaut, das war ja so meine ersten Dividenden. Und meine allererste Dividende war im Juli 2019 der Luxor Hong Kong ETF mit 42 Cent. Und wenn ich jetzt 42 Cent zu 43,87 € schaue, sind das, ich hoffe, ich habe richtig gerechnet, 10.445%. Kann das sein? Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr, ja. Weil 100% wären ja, Moment, wo haben wir es hier? Wären ja 84, ja, und so weiter und so weiter. Also sollte das funktionieren. Und im Vergleich zum ganzen, zum Jahr, nein, das wollte ich nicht, hier, Quartal seht ihr, Q3 waren 7,99 €, Q4 waren 11,31 € und Q1 haben wir schon 140,07 €. Ihr seht, was für ein Riesensprung das war, weil ich habe ja wie gesagt erst im Oktober angefangen mit den Einzelaktien und überhaupt erst im Juni mit den ETFs, beziehungsweise Juli, glaube ich, war der erste ETF, der dann ausgezahlt hat. Und alles zusammen, ihr seht, hatte ich im Jahr 2019 19,30 €. Und vom ganzen 2019 zum Februar nur 2020 war das schon ein Anstieg von 227%. Also 19,30 € versus diese 43,87 €. So, und das war es eigentlich auch schon gewesen. Lange will ich das nicht machen. Also ich hoffe, euch gefällt euch das mit meiner Kapitalistenkappe. Cup. Und ich freue mich schon auf den nächsten Monat. Den nächsten Monat wird es ein bisschen mehr geben. Vor allem, es wird mehr Auszahlung geben. Lustigerweise habe ich ja meine Tabelle wieder mal abgedatet und ich komme jetzt auf 92 Auszahlungstage oder Auszahlungen, weil manche kommen am selben Tag, aber 92 Auszahlungen von den einzelnen Aktien, die ich im Moment habe und 7 von ETFs. Das heißt, ich komme auf 99 Auszahlungen. Dieses Jahr sollte nicht noch irgendein Wert dazukommen. Was ja schon mal sehr, sehr cool ist, oder? Dafür, dass ich erst im letzten Jahr Juli angefangen habe und so wirklich richtig angefangen habe ich ja erst im Oktober, beziehungsweise war 31. Oktober, ist das doch nicht schlecht. Also, ich freue mich auf das nächste Update. Bitte abonniert den Kanal. Ihr habt es ja am Anfang gesehen. Würde mich sehr freuen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Denn, ich habe es auch im letzten Video gesagt, von den ungefähr 400, 500 Leuten, die sich so ein Video jetzt anschauen, habe ich, oder von den ganzen Abonnenten, ich habe jetzt 470, 70-ish, ein bisschen mehr Abonnenten. Vielen lieben Dank dafür. Freut mich sehr und zeigt mir auch ein bisschen, dass euch der Content gefällt oder der Style, den ich so ein bisschen habe, sage ich mal so. Und mache ich auch gerne weiter. Kritik ist erwünscht. Bitte schreibt es in die Kommentare, falls euch irgendwas nicht gefällt. Und aber wie gesagt, von diesen 400, sag mal 75, wenn das Video online ist, denke ich mal, sollte ich haben, schauen auch ungefähr so viele Leute zu. Das heißt, ich habe ein wirklich gutes Abonnenten- und Zuschauer- oder Views-Ratio. Aber von den Likes sind es leider ganz, ganz wenig. Ja, wenn ich ein Video habe, wo irgendwie 500 Leute schauen, da sind vielleicht 30 Likes, da würde ich euch wirklich bitten, es kostet euch nichts, aber es hilft ungemein im YouTube-Algorithmus, wenn ihr einfach mal einen Daumen da lasst, Daumen hoch da lasst. Ich würde mich wirklich freuen, einfach als Beweis, dass euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte jetzt einen Daumen hoch da und ich bin mir sicher, dass wir auf 100 Daumen hoch kommen. Ja? Lasst 200 machen. Meine Glückszahl ist die 3 übrigens, also lasst 333 machen. 333. Das wäre mega geil. Ja? Wenn das klappt, dann überlege ich mir was Cooles. Also, ich bedanke mich, wünsche noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und wie gesagt, wenn ich grün-grün bin, dann ist ein Dividenden-Update. Das wird dann irgendwann Ende März stattfinden. Eventuell sogar Anfang April, weil im März, glaube ich, haben wir noch am 31. einen Auszahlungstag. Also, ich bedanke mich, wünsche noch einen schönen Tag und ciao.